des Hamburger Sportverein unter Markus Gisdol. Natürlich Bobby Wood, er sagt, Jungs, alle auf dem Boden bleiben. Ein Konter, gut ausgespielt, da waren die Hallenser zu weit aufgerückt. Und dann geht es blitzschnell. Lasogga dreht sich einmal kurz. Kostic, der über die rechte Seite kommt im 4-3-3-System. Wood zieht nach außen, aber macht den dann klasse rein. Hamburg führt mit dem ersten Torschuss. Und jetzt Lotte, Michael Leopold. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis der Schiedsrichter wieder beide Tore von der Mittellinie aus sehen konnte. Wood bleibt standhaft im Zweikampf. Bobby Wood dreht das Ding! 2-0 HSV! Was wären die Hamburger ohne diesen Wahnsinnigen? Bobby Wood, hat der eine Entwicklung gemacht in den letzten anderthalb Jahren? Bei Union Berlin, dazu fußballerisch sich weiterentwickelt und auch körperlich. Leichter Ballverlust von Pintol und dann schaltet der HSV gut um. Das hat schon viel von Markus Gisdol, Matthias Ostscholek mit dem, was soll man sagen, öffnenden Pass auf Bobby Wood. Am Ende wurscht, denn der behauptet die Kugel gut, zieht einfach mal ab. Der HSV traut sich was. Und auch das ist ein Unterschied gegenüber den letzten Wochen. Leicht abgefälscht, möglicherweise auch noch Tore in einem Spiel. Aber hört mir mit dem Pyro-Quatsch auf. Wie viel haben die eigentlich in der Tasche dabei? Es ist unsäglich. Und diese Dinge soll es doch eigentlich gehen. Der HSV spaziert hier fast zum dritten Treffer. Das geht viel zu einfach. Pierre-Michel Lasogga, es ist keine Abseitsposition. Eine wunderbare Vorarbeit von Gotoku Sakai, aber da kommt keiner Lenzer in den Zweikampf. Sie sind sehr offensiv orientiert natürlich in dieser Phase. Die Gastgeber hat mittlerweile nochmal offensiv gewechselt. Und Pierre-Michel Lasogga, sein fünftes Tor im DFB-Vereinspokal, sein erster Pflichtspieltreffer. Very pretty in very pink. Hamburg zum vierten. Das tut richtig gut. Bobby Wood verlässt die Wiese für Gianluca Waldschmidt und der macht dann Folgendes. Achtung, Kopfballverlängerung und dann gute Reise. Ein wunderbarer Sololauf ab ins leere Tor. Halle hält nur noch in den Zweikämpfen. Voll dagegen. Und ja, der HSV hat tatsächlich fußballerische Qualität. Waldschmidt, der Neuzugang von Eintracht Frankfurt.